Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Animation Throwdown Daily Shop News und Combo Masteries mit mir, dem Engleich. Wir schauen in Mamas Altmodischer Tullereien und da haben wir den Mythic Stewie aktuell am Start. Gehen wir direkt in den Shop rein. Guck mal hier ist noch diese Topped of Wine Box mit Topped of Wine LARP Bartenders Not Klaus Heisler Beer Toasting oder Beer Tasting Beer Festival Hank Hill Dinner Wine Bob. Und diesen ganzen Combo Masteries. Wenn es euch interessiert, ich verlinke das Video zu der Topped of Tire Box am Ende dieses Videos. Das gleiche mache ich mit der Spring Tire Box. Die war gestern drin. Benders, Ducklings, des Dinges, Cuddles, Sackzentmünzen, Lois Griffin, Luan Platter. Und diese ganzen Kombos. Hier wird alles genauer erklärt in einem anderen Video, das ich euch am Ende verlinke. Könnt ihr auch reinschauen. Dieses Video oder beziehungsweise das solltet ihr euch doch mal genauer anschauen, weil jetzt am Montag der Spring Clash beginnt. Ihr solltet da auch nach Möglichkeit für jetzt schon anfangen und eure Arena-Platzierung verbessern, weil die Leute, die gleich am Anfang eine höhere Arena-Platzierung haben, haben dann auch am Ende, also beziehungsweise am Anfang auch mehr Punkte im Clash. Also bedeutet, Leute, seht zu, in der Arena möglichst weit nach vorne jetzt zu kommen, noch bis zum Montag, bis das Ding beginnt. Und dann, ja, um eine bessere Platzierung rausholen zu können. So, dann haben wir hier das Dr. Zoidberg Pack. Mit betrunkenem Clam, Beer Festival, Thunder Cocktails und Mac Griffin. Ist auf jeden Fall auch mega geil. Hier gibt's Epic Bob. Sorry, aber braucht man nicht wirklich. Ja, und dann gehen wir auch schon in die Daily Combo Masteries rein. Hier haben wir gleich zu Beginn eine Combo, wo ich sage, das ist. Also, ich finde ja die ganzen. Oder viele Bilder auf den Karten finde ich mega geil. Und Slaying Tonight ist für mich zumindest mal optisch gesehen ein absoluter Favorite. Das ist einer der Gründe, warum ich so gerne dieses Spiel spiele. Ich finde, es sieht einfach nur mega, mega nice aus. Gucken wir mal ganz kurz in die Slaying Tonight rein, was das ist. Das ist einmal diese da. Hier mit dem Center Roboter zum Beispiel. Und dann kommt da rechts dieses Slaying Tonight raus. Es ist einfach mega fett. Vorne der Roboter, Weihnachtsmann, hinten dran Bender mit der Weihnachtsmann-Verkleidung und einem Baseballschläger in der Hand. Das Ding ist optisch gesehen echt mega geil. Leute, wirklich mega geil. Ich liebe diese Karte. Optisch. So, jetzt gucken wir uns mal an. Also Slaying Tonight. Hier eine Mauer. Dann haben wir Schild für Waffenkarten. Und dann haben wir hier eben auch noch das dieses Cheers All, auch nur für alle Waffenkarten. Combo funktioniert mit Longstick with Sharp Rock, Antichrist und Candy Cane Gun. Hier, wir können das Ganze mal maxen. Da kommen diese Werte bei raus. Ja, ich sag mal so, für ein reines Waffendeck, ne? Also wenn du ein reines Waffendeck hast, zum Beispiel beim Siege, ja, dann hast du extra ein Deck vorbereitet für Waffen, ist das natürlich geil, ja. Aber in allen anderen Fällen kannst du da unten das Schild und das Cheers All eigentlich schon wieder vergessen. Dann hast du letzten Endes eine Karte mit einer Mauer und 24 Angriff. So, wir gucken aber trotzdem auch nochmal ganz kurz hier rein bei den Mythic-Versionen. Da sieht das Ganze natürlich noch ein bisschen besser aus. Aber ich sag mal so, 500 Gems ist diese Combo meiner Meinung nach nicht wert. Hier haben wir jetzt die Fanatic Peggy. Und das ist diese da. Habt ihr eine Peggy mit Touchdown-Tanz und dann kommt die Fanatic Peggy raus. Da brauchen wir nicht lang, uns die Karten anzuschauen.
wissen wir, das können wir gleich wieder wegklicken. Völlig uninteressant. None Francine ist diese hier. Hier haben wir jetzt alle heilen. Am besten maxen wir das Ganze mal. Weil es gibt ja auch die Francine Smith. Lass dir 10-fach alle heilen, 15-fach alle heilen, 10-fach, 14. Also 15-fach mit Book of Spells. 14 mit der Scary Mask, 13 mit Bunny Kostüm und 12 mit Stan's Haunted House. Und ja, ist natürlich schon mächtig. Also ist richtig mächtig geil, muss man so sagen, definitiv. Ja. Aber diese 10%, die machen letzten Endes tatsächlich nur bei der Lebensanzahl was aus. Also du jetzt 12-fach alle heilen, 13-fach alle heilen machst. Das ist minimal der Unterschied. Es macht wirklich echt einfach nur einen Unterschied, was die Lebensanzahl dieser Karte anbelangt. Ja, ich würde jetzt da keine 1000 reinstecken. Dann haben wir die Susan Boyle. Die wird den meisten aus den aus dem Adventure-Bereich ein Begriff sein. Die Abenteuer. Susan Boyle ist eine Lila hier mit der Furzschule für Hochbegabte mit Red Skirt, Blue Skirt. Ein Deck nur mit Susan Boyles kann echt mega nervig sein. Du hast viel Blutsauger. Du hast Cripple. Und dann wird es schon echt schwierig, das alles wegzubekommen. Jo, von den Werten her, sage ich mal, macht das bei dieser Karte hier schon durchaus Sinn. Wenn einer gerne eine Susan Boyle spielt, ja, dann sind das gute Werte. Wenn du da 10% draufklatscht, hast du dann 22 Lähmen zum Beispiel, 25 Blutsauger, 23 Angriff und 70 Leben. Das ist echt schon ziemlich crazy, aber ist halt sehr defensiv das Ganze. Susan Boyle ist halt eine Karte, an der kann man sich unter Umständen die Zähne ausbeißen. Ja, aber gut. Wird dadurch noch schlimmer, wenn man da noch Kronen drauf hat. Ja, wenn euch das, also ich bin am Überlegen, ehrlich gesagt, ob ich bei meinem ersten Account da zumindest mal eine Krone draufsetze. Ich bin momentan noch ein bisschen unsicher. Muss ich überlegen, aber ich glaube, ich warte jetzt erstmal noch, was noch an Kombos kommt. Gut, jetzt haben wir noch Rumble, dann haben wir noch Siege, dann kriegen wir auch wieder neue Steine mit hinzu. Aber ich bin jetzt ein bisschen vorsichtig beim Ausgeben der Steine und die Susan Boyle ist jetzt nicht unbedingt die Kombo, auf die ich die ganze Zeit gewartet habe. Aber ich kann auf jeden Fall verstehen, wenn jemand sagt, Alter, ich will das Ding haben, ich will diese Kombo pushen, macht auf jeden Fall Sinn. Also, wenn euch das heutige Video gefallen hat, dann würde ich mich natürlich riesig über einen Daumen nach oben freuen. Schreibt mir was in die Kommentare. Damit würdet ihr uns sehr, sehr helfen. Auf jeden Fall bringt das was. Bringt es uns auch weiter. Abonniert den Kanal und schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Animation Throwdown. Mit mir dem Herrn gleich. Ich hoffe, ihr schaltet das nächste Mal wieder ein und freue mich auf euch. Macht's gut, bis dann und tschüss.